Ich möchte heute mal über, ja, im Prinzip zwei Sachen reden. Einmal über Frechsein, zum zweiten über das Vertrauen und zum dritten, was damit ein bisschen zusammenhängt, über das Sprichwort Hunde, die bellen, beißen nicht. Wir sind in einer Zeit, in der viel gebellt wird, ja. Vor allem von den Medien, vom Staat, vielleicht auch von Mitmenschen. Und wir sind ein bisschen noch zurückgeworfen auf unsere Kindheit, auf Dinge, die wir als Kind noch nicht emotional verarbeitet haben, wo wir noch nicht wirklich erwachsen sind, wo das innere Kind noch sich sehnt nach jemandem, der die Kontrolle übernimmt, jemandem, der für Sicherheit sorgt, jemand, der Entscheidungen trifft. Und viele von uns haben noch nicht gelernt, eigenverantwortlich zu handeln und dem Kind zu sagen, ich bin jetzt erwachsen, ich bin da und du darfst da drin deine Ängste haben, aber ich weiß, was für mich das Beste ist und auch was für dich das Beste ist. Und viele Menschen haben das nicht verstanden oder wissen auch gar nicht, dass da tief innen drin noch ein kleines Kind ist, was irgendwie gesagt bekommen will, sagen wir mal von Vater Staat, ja, was zu tun ist. Und deswegen halten sich viele Menschen an Dinge, die gesagt werden, obwohl sie ganz tief drin vielleicht spüren, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Aber diese Sicherheit ist ihnen so viel mehr wert, dieses ein braver Bürger sein. Und deswegen wird auch so laut gebellt. Es muss immer, immer lauter gebellt werden, damit immer, immer mehr übertüncht wird, was eigentlich im Hintergrund, ich will nicht sagen gespielt wird, aber was eigentlich im Hintergrund so für Dinge ablaufen, die uns nicht gut tun und auch uns von unserer Eigenverantwortung wegziehen. Und ich sage immer, wir müssen auf uns selbst zurückkommen. Wir müssen unserem kleinen Kind sagen, es ist alles gut. Ich treffe die Entscheidungen für mich und für mein engstes Umfeld und für sonst keinen. Und ich höre mir an, was alle möglichen Menschen, Medien und Politiker sagen, aber ich erkenne auch im Endeffekt, dass ganz viel gebellt wird und so gut wie nie gebissen wird. Und wenn man das einmal erkannt hat, dann wird man wesentlich ruhiger und dann erwächst auch ein Vertrauen in das Leben wieder. Wenn man einmal frech war, ja, sich seiner Angst gestellt hat, zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn alle sagen und ganz laut gebellt wird, mach das nicht. Ich bin jetzt einfach mal frech und mach das. Und man dann merkt, dass eigentlich gar nicht viel gebissen wird, sondern dass das alles nur ein großes Bellen war, dann erlangt man Vertrauen in sich selbst, in seine eigene Souveränität zurück und auch in das Leben an sich, denn das Leben weiß, ich zum Beispiel habe ein tiefes Vertrauen in das Leben, dass es mich immer dahin führt, wo ich mein bestes Potenzial entfalten kann, wo ich mich am besten entwickeln kann. Und auch wenn das im ersten Moment schmerzhaft und vielleicht mit Angst behaftet ist, ich habe ein tiefes Vertrauen, dass es mich immer dahin bringt, wo es genau richtig für mich ist. Ich habe im vorletzten Video, glaube ich, der Fluss des Lebens auch ein bisschen darüber noch tiefer, bin ich darauf tiefer eingegangen. Aber ich möchte einfach die Menschen ermutigen, ein bisschen frech zu sein, Dinge nicht immer für bare Münze nehmen, sich nicht von dem aufgeblähten, großen, professionell wirkenden Medienapparat und Politikapparat einschüchtern zu lassen, sondern bei sich anzufangen, zu gucken, was ist die 2 Meter um mich, was ist in meinem engsten Umfeld? Kann ich einfach souverän bleiben und Dinge tun, wie ich sie für richtig halte und komme ich damit durch und klappt das und tue ich den Menschen Gutes und überträgt sich das auf andere Menschen und empfinde ich Empathie und Menschlichkeit und Herzlichkeit in meiner Umgebung, wenn ich so handle. Und wenn das so ist, dann ist es ein richtiges, dann ist es ein Zeichen, dass man genau das Richtige tut in dem Moment. Und bei uns in der Gesellschaft ist es oft so, dass die Menschen abgeschnitten werden von ihrem Einflussbereich und in ihren Interessenbereich gezogen werden. Das ist vielleicht auch ein Stück gewollt, aber der Interessenbereich ist ein Bereich, damit, ich nenne es mal, damit masturbieren wir mental. Ja? Das hat keinen richtigen Einfluss, keinen Effekt auf unser Leben und auf das Leben unserer Mitmenschen. Und deswegen sollten wir
Ich meine, der Staat ist schön und gut, es hat sicherlich Vorteile, aber je mehr der Staat kontrollieren will, desto mehr Freiheit müssen wir abgeben. Und es wird uns immer suggeriert, dass es zum Wohle aller ist und zum Erreichen von mehr Sicherheit. Aber es gibt ein schönes Sprichwort, wer die Freiheit zum Wohle der Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Und ich glaube, das ist richtig. Also da steckt viel Wahres in diesem Sprichwort drin. Und wenn jeder Mensch sagt, okay, der Staat, der hat gewisse Vorzüge, aber er ist zu aufgebläht, er greift zu sehr in mein Leben ein, ich komme wieder zurück zu mir, ich schaue, dass ich mit meinem inneren Kind Frieden schließe, ja, dass ich nicht mehr dieses emotionale Bedürfnis ganz unterschwellig habe, von irgendjemand gesagt zu bekommen, was zu tun ist. Ich werde emotional reif, ja, ich werde wirklich erwachsen. Dann kann man für alle Menschen und für sich selbst vor allem, für sein inneres Kind, was immer da ist, da sein und braucht nur noch ganz wenige Aspekte dieses Staates und der Medien, die einem zu sagen oder sagen wollen, was zu tun ist. Und wenn jeder Mensch das macht oder wenn viele Menschen das machen, dann ändert sich ganz viel von alleine. Dann transformiert sich so viel zum Guten und dann wird die Macht weggenommen und die Menschen nehmen sich die Macht zurück, indem sie ein bisschen frech sind. Daraus entsteht Vertrauen. Das Vertrauen kann natürlich auch vorher schon da sein, indem man einfach erkennt, ja, die Erkenntnis einfach in sich hineinspürt und endlich mal die Angst zulässt und sich auch eingesteht, dass man vielleicht emotional verstrickt ist noch mit seiner Kindheit und danach jemandem sucht, der einen Sicherheit bietet, ja, und daraus erwächst dann diese Souveränität. Und wenn jeder Mensch souverän wird, dann haben wir, ja, Herzlichkeit, Empathie, dann kommt die Liebe zurück, dann wird die Gewalt abnehmen, da bin ich tief von überzeugt. Und ich glaube, wir alle sind jetzt, genau jetzt in dieser Krise, darauf, das ist unsere Aufgabe, das zu erkennen und da uns selbst und unser Umfeld zu transformieren, indem wir bei uns anfangen. Und das ist das Gute an dieser Zeit. Ja? Ohne diese Zeit würden kaum Menschen das erkennen und einfach so weitermachen wie immer. Und ja, hab Vertrauen in das Leben. Alles, was passiert, hat einen Sinn. Und es dient nur, wenn man sich dafür öffnet, dient es der eigenen Entwicklung und der eigenen Verwirklichung. Und wer nach seiner eigenen Leidenschaft Verwirklichung lebt, der gibt der Welt und den Menschen um ihn herum am meisten. Und wird am Ende im Sterbebett vielleicht liegen und sagen, ja, das, was ich getan habe, ich hatte auf dieser Welt eine erfüllte Zeit und habe das gemacht, wonach mein Herz strebt oder gestrebt hat. Und ich habe vielen Menschen was geben können, ohne dafür etwas zurückzuverlangen. So viel dazu und bis zum nächsten Video.